Komm und schnapp sie, komm, schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir, Pokémon. Ihr wollt Pokémon spielen in Tower Fantasy? Das ist jetzt möglich. Ihr fragt euch, wozu das gut sein soll, wie das geht und wo ihr die Pokébälle dafür herbekommt. Ich erkläre euch heute alles in diesem Video, also schaut es gerne bis zum Schluss an. Es werden noch Guides zum Bazar bzw. zum Marktplatz kaufen und verkaufen kommen, sowie ein Video darüber, wo man den neuen KI-Diener, den Drachen, herbekommt. Und der Mimi-Guide Teil 2 wird auch noch kommen, also lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Habt ihr spezielle und persönliche Fragen und Anliegen, wie zum Beispiel, welches Team ihr aus euren Waffen bilden könnt, dann schaut bei mir auf Twitch vorbei. Da kann ich auf jedes Problem viel besser eingehen als hier in den YouTube-Kommentaren. Als erstes beim Fangen. Ihr braucht gar keine Pokébälle, um Pokémon, also Monster, hier bei Tower Fantasy zu fangen. Oder irgendeine Falle oder irgendein Gerät. Ihr braucht gar nichts. Darauf gehe ich aber später nochmal genauer ein. Aber um Tiere überhaupt fangen zu können, müsst ihr bereits Level 60 sein. Vorher geht das nicht. Und schaltet eure KI-Diener aus, also diese hier, unter KI-Diener, ausruhen. Lasst sie zu Hause, denn die killen sonst aus Versehen die Monster, die ihr fangen wollt. Für die Fangübersicht geht ihr hier auf die gekreuzten Schwerter und dann auf Empfohlen und dann auf Sorglos. Und hier bei Falle seht ihr dann das Fangmenü. Hier gibt es vier verschiedene Gruppen, wie ihr seht, also vier dieser runden Kreise. Einmal Wüstenfang, dann Fange Himmelsbestien, dann Höhlenfang und Sonderfang. Und ihr könnt euch sozusagen nur zwei aussuchen. Darauf komme ich später nochmal zurück, wenn ich über das Housing spreche. Im Prinzip ist es aber egal, welche zwei Gebiete ihr nehmt. Aber ich finde es hier den Sonderfang ein bisschen schwierig, da die Tiere Fahrzeugteile futtern. Sie haben zwar einen kleinen Vorteil, aber ich denke, es ist eher nachteilig. Darauf komme ich auch später nochmal genauer zurück. So, klickt ihr auf eins dieser Gebiete, wird euch angezeigt, welche Tiere ihr hier fangen könnt. Hier steht der Name immer des Tiers. Und dann seht ihr hier auch immer ein bisschen das Bild des Tieres so durchschimmern. Ihr könnt übrigens auch scrollen. Und wenn ihr das Tier bereits einmal gefangen habt, dann wird es ganz farbig. Ihr könnt am Anfang aber nur, ich sag mal so, Level 1 Tiere fangen. Also Fangstufe 1 müsst ihr dafür haben. Heißt hier im Wüstengebiet nur Kakteen und Gänsehalsbestien. Nennen die jetzt mal Langhälse. Im Himmelsgebiet könnt ihr nur Flammenratten fangen. In der Höhle nur Pilzmenschen. Und bei Sonderfang nur höllische Stahlechsen. Hier in der Übersicht ist immer so ein Kreis um die Gebiete herum. Und ihr seht schon, es füllt sich so ein bisschen. Denn jeden Tag habt ihr 1000 Fang-EP übrig. Das seht ihr hier. Die ihr sammeln könnt. Und hier seht ihr, dass ihr 1200 EP braucht, um den Kreis einmal voll zu machen. Heißt, wenn ihr 1000 Fang-EP an einem Tag für ein Gebiet verbraucht, dann habt ihr 1000 von 1200 EP für das Gebiet und seid dann fast fertig mit dem Kreis. Ich habe es hier aufgeteilt. Ich habe hier einmal 750 in dem Gebiet benutzt und hier einmal 250 in dem Gebiet was gefangen. Es wäre wahrscheinlich schlauer, erst ein Gebiet voll zu machen. Denn ist der Kreis voll, habt ihr Stufe 2 erreicht und könnt dann Stufe 2 Biester fangen. Da ihr aber nur 1000 Fang-EP pro Tag machen könnt, könnt ihr zum Beispiel dieses Gebiet hier nicht innerhalb von einem Tag auf Stufe 2 bringen, weil man ja 1200 Punkte braucht. Also mindestens 2 Tage braucht ihr, um es dann auf Stufe 2 zu kriegen. Also es dauert circa 2 Wochen, bis ihr in einem Gebiet Level 6 erreicht habt und Level 6 Tiere fangen könnt. So gesehen würde es dann circa 8 Wochen dauern oder ein bisschen weniger, weil man kann nicht in allen Gebieten bis 6 Stufe gehen, damit man in allen Gebieten Stufe 6 Tiere fangen kann. Aber es reichen ja schon 2 Gebiete aus, auf Level 6 zu bringen, um da die Level 6 Tiere zu fangen. Denn was macht man denn mit den Tieren, wenn man sie nun gefangen hat? Auf das Wie fange ich Tiere gehe ich später noch ein. Hat man Tiere gefangen, so hat man sie hier als Ei im Inventar. Da lagern die. So, und nun muss man auf die zwei Schwerter hier gehen. Dann auf Empfohlen, dann auf Sorglos und dann sieht man hier das Housing-System. Das Housing-System schaltet man aber erst frei, nachdem man hier in Asperia in Banjes bei diesem Luftschiff war und mit dem Typen gesprochen hat. Der fliegt einen dann nämlich zu den künstlichen Inseln und bei den künstlichen Inseln muss man 840 Erkundungspunkte geschafft haben. Also hier muss eine 840 stehen, hier muss man erkunden, um das Housing-System freizuschalten. Oder man ist bereits Level 60, dann schaltet sich das Housing-System auch automatisch frei. Und dann findet ihr das eben hier auf den Schwertern, bei Empfohlen, Sorglos und dann hier oben, Bau der künstlichen Insel, das ist das Housing-System. Dann geht ihr da drauf und klickt hier auf Weiter. Und dann auf OK und ihr portet euch ins Housing-System rein. Das Housing-System, also die Map, sieht genauso aus wie die künstliche Insel. Das kann etwas verwirrend sein, es ist nicht dieselbe Map. Und wenn man hier raus will, muss man
hier oben auf die Tür gehen. Auf jeden Fall seht ihr nun hier zwei Gehege auf der linken Seite, die bei euch wahrscheinlich noch leer sind. Jetzt müsst ihr euch eben entscheiden, welche zwei Gebiete ihr auswählen wollt, weil ihr eben nur zwei Gehege habt. Ich habe mich zum Beispiel für das Himmelsgebiet und das Wüstengebiet entschieden. Da die Tiere, die man für die Wüste fangen muss, in Vera rumchillen und die Himmelstiere sich im neuen Gebiet 9 aufhalten. Auf Höhle habe ich einfach keine Lust. Da ist es aber auch so, dass man bisher nur Level 1 bis Level 4 Tiere fangen kann. Ich denke, das kommt daher, da in der Höhle viele Tiere auf einem Fleck sind und es daher leichter ist, was zu fangen. Darauf komme ich später nochmal zurück. Und die speziellen Dinger, also die Echsen, die sind auf der künstlichen Insel. Und da muss man durch die ganzen Portale fliegen, um da hinzukommen. Und das ist mega stressig, finde ich. Außerdem fressen die Tiere Fahrzeugteile, also die Sachen hier. Und die sind relativ nervig zu bekommen. Daher finde ich, haben die eher einen Nachteil. Und den Vorteil finde ich nicht so krass. Darauf komme ich gleich noch. Habt ihr euer Gehege gebaut? Das macht ihr nämlich hier. Da geht ihr zu diesem Terminal. Und dann könnt ihr hier euer Gehege bauen. Das dauert dann aber immer eine gewisse Aufbauzeit. Und Materialien, die ihr hier aus dem Housing bekommt. Also ihr müsst die Monster und die Camps hier im Housing-System töten, damit ihr die Materialien dafür bekommt. So könnt ihr nun Tiere da reinsetzen, wenn ihr das Gehege fertig gebaut habt. Dann geht ihr auch hier zu diesem Terminal und dann seht ihr hier so ein Plus und dann drückt ihr drauf und dann setzt ihr einfach ein Tierchen hier rein. Da euer Gehege aber noch neu ist, könnt ihr nur ein Tier momentan reinsetzen. Um mehrere Tiere reinsetzen zu können, müsst ihr das ganze Gebäude immer wieder verbessern. Wollt ihr das Gehege ändern, also von Wüste zum Beispiel auf Höhle wechseln, dann müsst ihr das ganze Gehege zerstören. Und das neue Gehege wieder von Null aufbauen mit allen Materialien, all der Zeit und alles Mögliche. Daher eher unpraktisch, das Gehege zu wechseln. Somit solltet ihr euch vielleicht vorher festlegen, welche zwei Gehege ihr machen wollt, um dessen Tiere dann zu fangen. So, jetzt sind sie im Käfig. Was bringt das nun? Ihr könnt die Tiere, wenn sie im Gehege sind, nun auch leveln. Dazu müsst ihr sie füttern. Hier seht ihr zum Beispiel, das hier ist Stufe 1, kurz vor Level Up. Das hier ist Stufe 1, ganz frisch reingesetzt. Und das dritte ist Stufe 2. Ihr könnt die Tiere im Gehege aber nur alle 22 Stunden einmal füttern. Wenn ihr sie ansprecht, seht ihr hier mehr Infos und hier seht ihr eine Liste von dem Essen, das sie gern haben. Wenn ihr in euer Inventar seht bei Kochen, könnt ihr auch auf die Zutaten gehen und seht hier oben dann, welche Kategorie dieses Essen ist. Wenn ihr das Tierchen füttert, so levelt er und kann auch ein Item droppen, wenn er Level Up bekommt. Das liegt dann im Gehege rum und müsst ihr aufsammeln. Doch worum es eigentlich geht, ist, dass man das Tier ab einem bestimmten Level gezähmt hat. Noch weiß man nicht, ab welchem Level das sein wird. Meine Prediction ist vielleicht, dass es Level 5 ist. Mal sehen. Dann wird man es wohl in eine Box tun können. Und darum dreht sich das Ganze hier. Man fängt die Tiere, steckt sie ins Gehege, füttert sie, levelt sie dadurch und dadurch zähmt man sie. Und sind sie gezähmt, kann man sie nämlich am Bazar verkaufen. Also natürlich droppen sie auch die Items, das ist ganz cool. Aber eigentlich geht es darum, sie im Bazar zu verkaufen. Der Bazar befindet sich hier auf der Map, also hier. Dazu muss man sich zu dieser Statue teleportieren. Hat man die Statue noch nicht freigeschalten, ist es am einfachsten hier reinzukommen. Hier über diese Brücke hier. Und dann fahrt ihr einfach hier links entlang und dann seht ihr diese Höhle. Und da drin ist der Bazar. So kommt ihr hier einfach rein. Und dann gibt es hier oben diesen NPC, zu dem müsst ihr gehen, denn dieser NPC kauft euch eure Tierchen ab. Die Liste mit Tieren, die ihr verkaufen könnt, wird, denke ich mal, wöchentlich oder monatlich aktualisiert. Das steht hier leider nirgends. Und das Update ist noch keine Woche alt, daher kann man das noch nicht rausfinden. Die Tiere könnt ihr für die neue Währung, Dominium, eintauschen. Das ist eine wichtige Währung hier im Gebiet 9. Zu dem ganzen Bazar-System mache ich noch ein Video, wie bereits erwähnt. Ihr solltet darauf achten, dass ihr eure Tiere nur verkauft, wenn der Tagespreis gerade hoch ist und nicht niedrig. Hier seht ihr immer den 10-Tages-Kurs, also hier seht ihr, wie der Preis innerhalb der letzten 10 Tage war, um abschätzen zu können, ob der aktuelle Preis hier gerade günstig oder nicht so günstig ist. Man kann es natürlich auch hier am Trend ablesen. Beim Kaktus ist zum Beispiel der Trend gerade eine Abnahme um 14%. Das heißt, wenn ihr jetzt den Kaktus verkaufen würdet, den gezähmten Kaktus, dann würdet ihr nur 32 Dominion bekommen, was relativ schlecht im Kurs ist, denn gestern war der Kaktus 37 Dominion wert. Heißt, es hat eine Abnahme gegeben vom Preis. Heißt, ihr würdet ihn heute günstiger verkaufen als gestern. Allerdings seht ihr, der Preis kann sogar
sogar noch niedriger fallen. 32 ist da im Durchschnitt relativ okay tatsächlich. Das höchste war mal 44. Von daher sieht 32 auch noch okay aus. Ist natürlich schade, weil gestern war mehr wert. Das müsst ihr dann immer selber abschätzen. Ist halt hier wie eine kleine Börse. Und dann seht ihr hier die Anzahl an Tieren, die ihr innerhalb des Zyklus verkaufen dürft. Also ob der Zyklus jetzt eine Woche oder einen Monat lang ist, das weiß man eben noch nicht. Heißt, ihr könnt halt leider zum Beispiel keine 10 Kakteen züchten und alle 10 Kakteen im selben Zyklus verkaufen, sondern nur so viele, wie ihr gerade hier annimmt. Wie viele er annimmt, wechselt jede Woche. Das heißt, diese Woche nimmt er nur 2 Kakteen an, vielleicht nimmt er nächste Woche 5 Kakteen an. Aber da man nicht weiß, wann der Monsterzyklus wechselt, vielleicht wird ja nächste Woche gar nicht mehr Kaktus angeboten. Wenn der Zyklus allerdings einen Monat lang geht, dann könnt ihr innerhalb des Monats in den 4 Wochen jeweils die Anzahl der Kakteen verkaufen, die hier angezeigt wird. Ich hoffe, man kann das etwas verstehen. Daher denke ich, lohnt es sich auch, verschiedene Tiere zu züchten und nicht nur Level 6 Tiere, da man die am teuersten verkaufen kann. Man sieht hier im Vergleich, das hier wäre ein Level 6 Tier. Das ist immer relativ hoch im Kurs im Vergleich zu einem Kaktus. Der kostet natürlich im Verkauf weniger. Ist ja nur ein Level 1 Tier. Aber ich denke, mehrere Tiere zu fangen und zu leveln ist okay, da die Tiere ja auch generell durchwechseln. Also diese Woche oder halt diesen Monat, man weiß es nicht, werden diese Tiere hier gekauft. Das sind halt nicht alle, die es gibt. Bei mir fehlen zum Beispiel auch die Flammenratten. Ich kann zum Beispiel diese Woche oder Monat, man weiß es ja nicht, keine Flammenratten verkaufen oder Feuerratten oder wie die hießen, verkaufen, sondern nur zum Beispiel gerade Kakteen. Und diese Liste, was er annimmt und kauft, ist übrigens spielerindividuell. Also ihr habt wahrscheinlich eine andere Liste als ich und ihr habt auch andere Preise als ich, selbst wenn ihr dasselbe Tier im Angebot habt. Also es ist komplett individuell. Was ihr alles mit dieser Währung anstellen könnt, dazu sage ich dann alles in meinem Bazar-Guide. So, kommen wir nun zum eigentlichen Fang. Wie gesagt, ihr braucht keine Pokebälle oder anderes. Ihr müsst aber Level 60 sein und stellt eure KI-Diener aus. Die killen sonst die fangbaren Tiere. Im Prinzip geht ihr einfach in das Gebiet, wo die Tiere zu finden sind. Zum Beispiel habe ich ja ein Wüstengehege in meinem Housing-System. Und daher kann ich hier die Wüstentiere am besten fangen. Sonst kann ich sie ja nicht in einem Gehege stecken. Und da kann ich mit Fangstufe 1 Kakteen und Gänsehalsbestien fangen. Daher gehe ich nach Vera und suche nach Kakteen und den Langhälsern. Und ich finde, hier sind extremst viele dieser Langhälser zu finden. Und Kakteen sind hier relativ viele. So, und nun haben wir im Stream eine Theorie verfolgt und sie scheint zu stimmen. Denn ich denke, dass die fangbaren Tiere mit einer prozentualen Chance spawnen, heißt jeder Kaktus auf der ganzen Map und jeder Langhals auf der ganzen Map kann fangbar sein, muss aber nicht. Daher geht man am besten in ein Gebiet, wo viele davon spawnen. Ist da kein Tier zum Fangen, also sehen sie ganz normal aus, rennt ihr einfach durch die Gegend und killt all diese Tiere. Jedes Tier, das nicht fangbar ist, muss sterben. Das muss sterben, das ist nicht fangbar. Das muss sterben, es ist nicht fangbar. Das muss sterben, es ist nicht fangbar. Das muss sterben, es ist nicht fangbar. So. Und nun wartet ihr, bis die ganzen Tiere respawnen. Und da seht ihr schon, wenn die Tiere respawnen, das ist zum Beispiel jetzt fangbar geworden. Und dann dreht ihr hier eure Runde wieder um diesen Kreis, um den See. Dann seht ihr, hier ist wieder ein fangbares Neues gespawnt. Und hier ist auch noch ein fangbares Neues gespawnt. Jetzt sind ganz, ganz viele Fangbare gespawnt, die vorher alle nicht da waren. Man kann aber auch natürlich den Channel wechseln und da gucken, ob da fangbare Tiere sind. Ob ein Tier fangbar ist oder nicht fangbar ist, seht ihr hier an dieser Gedankenblase, die über dem Tier aufploppt, wenn ihr euch dem Tier nähert. Da ist dann so ein Kescher oben drüber. Das Tier darf man aber nicht angreifen oder seine Aggro ziehen. Dann kann man es nämlich nicht mehr fangen. Die Aggro verliert es wieder, wenn man ganz weit wegläuft, wenn man sich wegteleportiert und dann wieder hinläuft. Oder wenn ihr bei den Relikten den Quantum-Umhang, also den Unsichtbarkeitsumhang benutzt, dann verliert es auch die Aggro auf euch. Also wenn ihr den Mitmenschen und euch einen Gefallen tun wollt, dann rennt ihr einfach durch die ganze Gegend und killt alle Tiere, die man fangen kann, die aber nicht fangbar sind, damit neue Tiere nachspawnen, die dann fangbar sind.
Möchte man jetzt dieses Tier hier fangen, nähert man sich und drückt einfach F. Dann ploppt ein Menü auf. Wie man es auf der PlayStation anspricht, weiß ich nicht. Da bin ich leider noch nicht Level 60. Vielleicht kann das jemand in den Kommentaren unten erzählen. Aber es wird wahrscheinlich ähnlich sein. Man wird wahrscheinlich auch mit irgendeiner Taste interagieren können. Und dann ploppt dieses Menü auf. Und jetzt ist über dem Tier kein Kescher-Symbol mehr. Man sieht es hier durchschimmern. Sondern eine Gedankenblase mit Essen drin. Und jetzt möchte er dieses Essen haben und ihr solltet es ihm füttern. Dann geht ihr hier auf Weiter und ihr kommt direkt auf die Menüseite, wo sich dieses Item befindet, nämlich hier. Und dann könnt ihr ihm das einfach füttern. Danach füllt sich da oben dieser Kreis, den man kurz gesehen hat. Und ihr müsst das Tier füttern, bis der Kreis ganz voll ist. Manchmal möchte es immer dasselbe Food haben und manchmal möchte es anderes Futter haben. Füttert ihn am besten immer genau das Item, was er da zeigt. Habt ihr es nicht, also habt ihr dieses Essen nicht, könnt ihr auch hier auf Gibt es sonst noch etwas klicken. Dann sucht es sich ein anderes Futter aus. Es kann aber sein, dass es dann wütend wird und nicht mehr gefangen werden will. Jetzt wurde es wütend und will euch angreifen. Dann könnt ihr einfach die Aggro wieder mit dem Umhang ausmachen. Und nun könnt ihr euch dem Tier erneut nähern, um es wieder zu füttern. Oder ihr rennt halt weg oder teleportiert weg, aber mit dem Umhang ist es natürlich ein bisschen einfacher. Habt ihr ihm genug Essen gegeben, freut er sich, der Kreis ist gefüllt und nun könnt ihr es mit F einfach einfangen. Und dann werft ihr den Pokéball sozusagen, den ihr gar nicht besitzt. Das heißt, ihr müsst den gar nicht holen oder sowas. Ihr habt den einfach so und fangt dann das Tier. Und nun habt ihr es einfach im Inventar. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen. Und nun, da ihr es gefangen habt, könnt ihr es ja jetzt ins Housing-System stecken, in das Gehege, das ihr für es bereits fertig habt, es leveln. Und dann ab einem bestimmten Level beim Bazar verkaufen. Ich habe hier noch ein paar Fangrouten bzw. Plätze, wo ihr die Tiere finden könnt. Die Fangrouten sind aber nicht von mir erstellt, sondern von einem YouTuber, der englische Tough Guides macht. Link zu ihm und seinem Kanal findet ihr natürlich bei mir in der Videobeschreibung. Hier seht ihr die Route für die Level 1 Tiere, Kaktus und den Langhals in der Wüste, also Vera. Hier die Route für die Level 1 Tiere, Feuerratte im Himmelgebiet, also Gebiet 9. Und hier seht ihr die Route für die Level 1 Tiere, dem Pilzmenschen im Höhlengebiet hier bei Asperia. Und hier seht ihr die Route für die Level 1 Tiere der Stahlechse im Sonderfanggebiet, also auf den künstlichen Inseln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Pokémon-Fangen. Wenn ihr mich und meinen Content supporten möchtet, dann könnt ihr jetzt Kanalmitglied werden. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Ein besonderer Dank geht hier an meine Stufe 3 Kanalmitglieder. Kaboom, Fettbacke, Dragon, Luna, Blutengel, Dr. Türknau, Dönerente, Minifish und Complex Rains. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da oder schaut bei mir auf Twitch vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Komm und schnapp sie dir, Pokémon.